Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur FRC-Schau und dem klitzekleinen Vorbericht zum Rennen am kommenden Sonntag in Singapur. Wir haben heute ein paar Fakten für euch zusammengestellt und möchten kurz anreißen, wer im Training vorne lag, wer die besten Chancen aufs Podium hat. Eigentlich sollte heute Taunus Beiger neben mir sitzen vom Team OSAS als Experte, um seinen Senf mit dazuzugeben, aber leider hat er kurzfristig abgesagt. Wir schieben es einfach mal auf das Lampenfieber, lieber Taunus Beiger. Das nächste Mal bist du mit dabei und da gibt es keine Ausreden. Dafür haben wir ein wenig improvisiert und uns kurzerhand Niki Lauda eingeladen. Nee, bei mir als Experte sitzt heute Exitus vom Team OSAS. Exitus, Singapur ist ja ein reiner Stadtkurs und hat dadurch überwiegend 90 Grad Kurven. Wie fühlt sich so eine Strecke für einen Fahrer an und was muss man beim Setup eigentlich beachten? Ja, das ist natürlich relativ schwierig, weil ich sag mal, da sind auch ein paar gute Geraden bei und da die richtige Balance zu finden, jetzt fürs Auto, fand ich und so wie ich mitgekriegt habe, einige Fahrerkollegen, doch jetzt nicht so einfach, dass das Auto halt gut funktioniert. Yogi vom Team Yoho ist im Training eine 1,40er Zeit gefahren und hofft darauf, dies im Quali zu wiederholen. Ist das für ihn machbar und wo steht das Team OSAS? Also für Yogi hoffe ich das, aber ich glaube nicht. Dadurch, dass die Strecke so lang ist, hat man jetzt auch nicht wirklich die riesen Versuche. Ich denke mal zwei, ja vielleicht drei Versuche hat man. Wird schwierig, da so eine komplette perfekte Runde hinzukriegen. Ja, wir jetzt Taunus, also Alex und ich, ja, wir sind jetzt nicht so zufrieden mit unserer Performance. Wir sind so mehr, momentan sehe ich uns mehr im Mittelfeld. Ja, der absolute Überflieger auf der Strecke ist ja bis jetzt Ohorn. Er fährt eine 1,38er Rundenzeit. Von wem könnte er geschlagen werden? Na, ich denke mal, ein ganz großer Favorit ist noch Robert alias Trabant. Und Dina, habe ich mir sagen lassen, soll jetzt auch nicht so langsam unterwegs sein. Also ist auf jeden Fall das vordere Streckenfeld gut ausgefüllt. Wie sehen denn deine Tipps fürs Podium aus? Ja, ich denke mal schon, dass es, wenn die drei schadlos über die Strecke kommen, dass die drei schon oben stehen werden. Aber am Ende entscheidet, denke ich mal, hier nicht unbedingt der Speed. Ich denke mal eher die Konstanz wird es machen und je nachdem, wie viel Flügel das ganze Team eingepackt hat, ob die ausreichend auch vorhanden sind. Gut, also das war die FRC-Vorschau für Singapur. Das nächste Mal ist Alex mit dabei und allen eine gute Fahrt.